Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, wir haben den Kopf von unserer Mutter in der Hand und ich weiß nicht so genau. Sie hat irgendwas gestammelt von wegen Brücke und ich denke mal, da sollen wir eventuell den Kopf entsorgen. Hier ist immer noch Stromausfall. Wir haben es immer noch nicht geschafft, das wieder hinzubiegen. Mal schauen, die Brücke. Es dürfte wahrscheinlich dann die da hinten sein, oder? Das heißt, wir müssten theoretisch hier unten rum, weil ich denke mal nicht, dass wir oben auf der Brücke ihren Kopf loswerden. Es sei denn, wir sollen ihn von oben ins Wasser werfen. Aber das wäre dann wohl ein bisschen zu offensichtlich. Mutters Kopf baumelt hier rum. Irgendwie sehe ich mit dem Feuerzeug so ziemlich genauso viel bzw. wenig, wie wenn ich das nicht anhätte. Mal schauen. Ist hier irgendwo ein Loch ausgebuddelt? Zufälligerweise. Ah, guck mal. Mutter! Achtung, dein Kopf kommt. Ich kann es nicht anvisieren. Jetzt. Warum habe ich jetzt das Feuerzeug so in der Hand? Ich muss doch die Schaufel jetzt benutzen, Leute. Oder? Ich denke, ich muss die Schaufel benutzen. Ich kann sie aber nicht aufheben. Ja. Ich könnte jetzt hiervon auch noch ein Foto machen. Aber ganz so morbide sind wir dann doch nicht. Aber was ich nicht verstehe. Muss ich ihr denn hier kein Grab schaufeln? Also muss ich das nicht zumachen? Ich kann das Ding nicht benutzen, so wie es aussieht. Hier oben sind Kerzen. Hat das irgendwas zu bedeuten? Scheint nicht. Aber hier kommen wir hoch, oder? Ach so. Ah. Okay. Gut. Ja, was machen wir jetzt mit Mutter? Film im Kleid, Fahrrad, sie haben Post, der Rabe, das sind alles die alten Sachen hier. Ja, das sind alles die ganz alten Sachen. Seltsame Notiz, entwickle das Foto. Würde ich gerne. Ich muss aber noch das Dings machen. Mache einen Abzug von dem Foto, das ist auch klar. Den Typen habe ich jetzt schon angerufen. Wieso muss ich den jetzt nochmal anrufen? Oder muss ich den anrufen, nachdem ich das Foto gemacht habe? Mama ist im Keller. Ich möchte ihr auf keinen Fall über den Weg laufen. Ich werde die Filme später entwickeln. Ohne Strom kann ich nichts entwickeln. Moment, wir könnten mal eben auf die Karte gucken. So, die zeigen mir an, dass ich zum Haus muss. Also ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie das jetzt nicht zumacht. Was ist denn Der das da Strom ist hinten? wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Perfekt. Hauptsache Mutter ist schon mal entsorgt. Ist da hinten irgendwie Disco-Show oder sowas? Das sieht ja cool aus. Also nicht ganz so cool, weil ich glaube, es brennt da, wenn ich es richtig sehe. Aber diese Disco-Laser irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Die sehen ganz cool aus. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal rein. Wollte gerade sagen, es ist immer noch so dunkel hier. Erstmal rein und gehen entwickeln, das wollte ich sagen. So. Ja, wir haben gut sauber gemacht. Man kann nichts mehr sehen. Ich hätte jetzt fast gesagt, sehr schön, aber. Ich meine, ich mache natürlich nur Scherze darüber, weil es halt ein Spiel ist, ne? Wenn es jetzt die Realität wäre, das wäre natürlich was vollkommen anderes. Achso, ich kann das doch überspringen. So, also hier sehen wir nichts. Also sie hatte keine Seele. Das Foto müssen wir entwickeln. Moment, welches ist denn? Das hier ist, glaube ich, das, was schöner war. Wenn man das denn so nennen kann. Wie war das jetzt? So muss ich das verkleinern. Und ich habe 24 Stunden nicht gespielt und ich habe keine Ahnung mehr, wie das jetzt alles ging. Kann das sein, dass ich immer noch leicht blutverkrustete Hände habe? Das können wir überspringen. Hätte ich fast vergessen. Weil wir wollen ja nicht, dass das so lange dauert, ne?
Wir müssen jetzt auch nicht alles entwickeln, was wir gemacht haben. So, das gehört dazu. Ins Album legen. Wieso sagt die nichts dazu? Müssen wir das andere vielleicht doch noch entwickeln? Ist das, aber wir haben das erste, glaube ich, mit Infrarot gemacht. Da bin ich mir sicher. So, das überspringen wir auch mal. Dann, was haben wir denn hier noch? Da habe ich einfach nur so aus Versehen ein Foto gemacht. Ah, hier. Schade. Es sind keine Seelen auf dem Friedhof. Ja, warum hat die denn ständig Angst davor gehabt? Das müssen wir noch entwickeln, genau. Ganz wichtig. Karte nicht in Position. Ja, das ist klar. Ich muss erstmal gucken, oben oder unten. So, das müssen wir noch ein bisschen so. Dann die so ein bisschen übereinander. Joa, ist in Ordnung. Steht auch scharf drauf. Das überspringen wir auch wieder. Ist das schön, wenn man das einmal verstanden hat, dass man es überspringen kann. Oh, sonst haben wir nachher noch 2 Stunden Folgen hier. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen. Ne, finde ich auch. So, dann haben wir aber auch noch dieses ominöse Bild von... Wo haben wir die denn? Okay, also auf der Schaukel war auch nichts. Da können wir jetzt auch nichts sehen. Was das ist, weiß ich nicht so genau. Ach, das sind unsere 1000 Versuche von den, von dem Kreuz, wie das denn aussieht. Okay, die müssen wir aber, wie gesagt, jetzt nicht alle entwickeln. Moment, da war gerade noch was. Ah, ich schätze, das wird wohl das ominöse Foto sein, was wir haben wollen. Nein, 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 ich wollte doch eigentlich das hier unten machen. So. Zack. Wieso kann ich das jetzt nicht überspringen? Ne, das darf ich jetzt nicht überspringen. Warum, weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil das ein wichtiges Foto ist, aber das eine war doch auch wichtig. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas klackert hier. Da ist doch jemand. Oh, lieber Gott. Es ist also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber ich kann nicht mehr. Es war nicht leicht, den Abzug zu betätigen. Aber ich tat es. Aber wieder einmal war ich nicht tot. Nur ein Wimpernschlag und sie alle starben, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Aber für mich schien es unmöglich. Als ich schoss, bewegte ich die Waffe unbeabsichtigt so weit, dass die Kugel abbog und meine Augenbraue traf. Ich blutete und hatte große Schmerzen oberhalb meines Auges. Die Stimmen entfernten sich, aber mehr nicht. Ich wurde ohnmächtig und kam kurz darauf wieder zu Bewusstsein. Ich wachte auf, so fest an einen Stuhl gefesselt, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne,
und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur 2 Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann bekam ich einen Schlag, der härter war als all die vorherigen, und ich verlor wieder das Bewusstsein. Ich wachte wieder auf dem Boden auf, ohne Fesseln und innerlich völlig leer. Ich fühlte nur noch Schmerz. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Tasche wurde von den Soldaten entfernt, aber sie haben sie im Keller gelassen, okay. Dann müssen wir gleich noch die Tasche suchen. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte... Nicht, mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Ja, weil das natürlich die logische Konsequenz ist, dass man mit einem Puppentheater spielt, wenn man gerade rausgefunden hat, dass man seine eigene Mutter erschossen hat, seine Schwester davor umgebracht hat und im Endeffekt
naja, nicht unmittelbar deswegen, aber auch gerade noch der Vater zusätzlich noch ermordet worden ist, alles kein Thema. Das ist eine ganz normale psychische Reaktion, dass man dann ins Kinderzimmer geht, um mit Puppen zu spielen. Haben wir denn noch irgendwas anderes offen? Ich muss doch nochmal mit dem... Lass das Foto in der Nähe des Baches. Es zum Verein... okay. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Moment. Hier mal eben ein bisschen Licht machen. In der Nähe des Baches. Die meinen hier da, wo die Mutter drin liegt, ne? Oder die zerstückelten Reste der Mutter, sag ich mal. Aber das war doch eigentlich das Haus jetzt gerade, oder? Wieso? Ach, da unten. Ah, einmal darüber und dann links. Okay. Ja, da waren wir noch nicht, aber da können wir dann auch noch hingehen. Lassen wir das Bild auf jeden Fall da, damit wir eventuell hier ein bisschen helfen können, den Krieg frühzeitig zu beenden. Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Foto? Ist das kein guter Grund? Hallo? Du sollst da hingehen. Ist sie dumm? So, ich will nur da und dann links. Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Die ist wirklich dumm. Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt dürfen wir das nicht machen, nur weil sie jetzt gerade so Probleme... Entwickle das Foto vom Fötus. Habe ich doch schon gemacht. Hä? Okay, dann entwickeln wir das andere jetzt auch nochmal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das... Oder haben wir das zweite entwickelt? Ich dachte eigentlich, wir hätten das erste entwickelt. So, hier. Hier links ist aber auch noch irgendwas. Da ist doch nur das Fahrrad. Was will ich denn mit dem Fahrrad? Hier ist das Fahrrad. Hä? Was hat denn jetzt das Fahrrad mit der ganzen Sache zu tun? Ja, Puppentheater ist klar. Aber was hat jetzt das Fahrrad damit zu tun? Haben wir da irgendwas jetzt übersehen? Weil das wäre jetzt natürlich doof. Nö. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Fahrrad zu tun. Lass das Foto in der Nähe des Baches auf der Karte ansehen. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Fahrrad hier auf sich hat. Muss ich da jetzt einmal draufsteigen oder was? Och, Mann, dann gib mir doch auch dieses blöde Symbol hier. Boah, das ist ja sehr grauenhaft hier mit dem Fahren. Hallo, ich bin nur noch geradeaus am Drücken. Dann wird sie wahrscheinlich jetzt auch wieder die Krise kriegen. Warum soll ich mich so weit entfernen? Ich habe zwar einen Auftrag, dahin zu gehen, aber warum soll ich mich so weit entfernen? Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Okay. Ich bräuchte einen guten Grund. Ja. Nerv mich jetzt nicht, bitte. So. Dann ist aber hier auf jeden Fall das X weg. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß es nicht. Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Es wäre schön, wenn ich überhaupt mich mal bewegen könnte. Danke. Och nee, jetzt sag mir bitte nicht, ich bin jetzt hier verbuggt. Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Nein, komm. Sag mir nicht, ich bin jetzt verbuggt. Leute, nein. Ich bräuchte einen guten Grund, um so weit wegzugehen. Du sollst nicht weggehen, du sollst... Kann ich rückwärts fahren? So, so. Dann muss ich das Fahrrad irgendwie so... aus dem Weg stellen, damit das hier nicht dauernd im Weg steht. So. Du sollst absteigen.
okay, dann kann man sich wenigstens wieder bewegen. Das ist gut. Aber warum ich jetzt mit dem Fahrrad fahren sollte, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Weil da war jetzt auch nichts mehr offen. Und die Sache mit dem Fahrrad, mit der Luftpumpe, das haben wir ja schon erledigt gehabt. Deswegen, keine Ahnung. So, wir müssen aber noch dieses eine Foto entwickeln. Warum auch immer. Wie gesagt, wir haben das ja mit dem Fötus schon entwickelt. Ja, geh ein bisschen einfach geradeaus durch, dann klappt das auch. So. Das können wir jetzt wieder überspringen. Dann, das haben wir ja entwickelt, soweit ich weiß, ne? Oder haben wir das linke? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich mach das jetzt nochmal. So. Dann scharf. Wenn nicht, dann müssen wir das andere entwickeln. Achso, das können wir überspringen. Weil ich verstehe nicht, warum da jetzt steht, wir sollen das immer noch entwickeln. Wir hätten natürlich den Fötus theoretisch vergrößern können, also größer aufnehmen können. Aber daran kann das doch eigentlich nicht liegen. Ich werde zu dir zurückkehren, Martha. Zusammen werden wir alles klären. Nur du und ich. Hm. Okay. Anscheinend war das andere nicht das richtige Foto. Behaupte ich mal. Die Aufnahme. Nee, das ist das mit dem Band. Gruft, entwickle das Foto vom Fötus. Genau, jetzt ist es abgeschlossen. Okay. Dann, ich glaube übrigens, dieser Strich markiert alles, was abge... Aber da müsste das ja eigentlich auch weg sein. Wobei das noch irgendwie mit der Nummer zu tun hat. Warum darf ich das Foto nicht in die Nähe des Baches legen? Das finde ich jetzt doof. 6938. Sollen wir den jetzt nochmal anrufen? Ich weiß es nicht. Hallo? Schade, dass das nicht beim ersten Mal funktioniert. Ich muss fast jedes Mal zweimal draufdrücken, damit der die Hand rot macht. Was übrigens irgendwie ganz nett gemacht ist, weil, ne, rote Hand, blutige Hände. Oh, ich telefoniere mal von oben am besten. Da sollte es ein bisschen heller sein. Haben wir jetzt schon wieder Stromausfall oder warum ist das hier eigentlich überall so dunkel? Okay, da ist es nicht heller. Okay. Dann halt nicht. Was habe ich gesagt? 69, 38, genau. Wir probieren es einfach nochmal, weil das nicht abgehakt ist. Das wundert mich ein bisschen. Und dann 38. Vielleicht später. Oh, wollt ihr mich denn veräppeln? Ganz ehrlich. Warum ist das nicht abgehakt, aber man darf es nicht machen, damit es abgehakt ist? Das ist doch bescheuert. Alles nur, weil ich jetzt hier den Quatsch mit den Puppen jetzt nochmal machen soll, oder was? Wir müssen uns fokussieren. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Ui. Die Nanny kommt geflogen. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zu krank. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zu krank. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zu krank.
Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zu krank. Ja, das ist ja schön. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht verbuggen. Ich bin zu krank. Oh. Okay, also wenn man etwa 10-mal auf R1 drückt, dann hört das Ganze auf, so wie es aussieht. Aber ich kann nichts machen. Weil sie da verbuggt ist. Och nö. Ich spüre einen stechenden Schmerz. Oh, ich dachte schon, das wiederholt sich jetzt auch die ganze Zeit. Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Genau, Kind ist im Anmarsch. Erstmal frische Luft reinlassen. Kann ich irgendwas machen? Hallo? Achso, die soll gehen? Nee. Jetzt sag mir nicht, die legt das Handtuch unter die Füße. Alles ist vorbereitet. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich, Hilfe! Irene, geht es nicht gut? Das ist die Hebamme? Ach nee, das ist die Nanny. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist die Hebamme und die, weiß nicht, was zu tun ist. Aber das ist ja die Nanny gewesen, also die Oma. Wie geht es dir, mein Schatz? Ich werde immer schwächer. Huch, dann mache ich mich erstmal auf. Ich rufe einen Doktor an oder so. Ein Magier. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Ich dachte, die ist schwanger. Da flog er dahin und der Doktor kam zurück. Der Doktor sieht irgendwie aus wie Hitler. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene, pressen. Gebären. Hallo, wieso darf ich das nicht drücken? Hä? Pressen, Irene, pressen. Ja. Ah, ich muss das abwechselnd machen, oder was? Oh, nee, ne? So hört sich aber kein Mensch bei der Geburt an. Oh, wie lange muss man das machen? Das dauert ja fast so lange wie eine echte Geburt. Direkt in eine Socke eingewickelt. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? Das war die falsche. Alles wird gut. Hallo? Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Ja, aber wo ist jetzt die Zwillingsschwester? Die muss ja dann gleichzeitig auch, oder kurz darauf oder da, danach, auch geboren worden sein. Mama, ich hab Hunger. Hallo. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank.
Hä? Das ist ja super geil gemacht. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an dem Update, was rauskam heute. War das jetzt das Kind oder der Hund? Das hat sich nämlich eher nach dem Kind angehört. Mama, ich hab Durst. Du hast gerade etwas getrunken, Jammerlappen. Mama, ich bin müde. Okay, ich glaube, wenn sie antwortet, geht das dann schneller. Ach, das Bild hat sie gemalt. Du kannst jetzt nicht schlafen. Ich dachte, der Vater hätte das gemalt. Okay. Oh, nein. Oh. Mama, ich muss mal. Wir malen. Ah, nee, wir können das Bild nicht mehr zu Ende malen. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Wo ist denn das Zimmer? Rechts, links? Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Oh, die ist echt schrecklich. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Ach, deswegen den Stock. Hm. Tut mir leid, Mama. Verstehe. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Will ich auch nicht, Kleines. Aber ich muss, damit ich hier weiterkomme. Dumm. Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen werden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Okay, sie hat nur ein Kind geboren, aber zwei sind jetzt da, okay? Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Hallo. Ich habe gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Du unverschämtes Mädchen. Ja. Julia, spiel mit deiner Schwester. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen?
mir leid, Mama. Hallo? Was ist jetzt? Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich glaube dir nicht. Du versuchst, dich über mich lustig zu machen. Na komm schon. Och. Das hast du absichtlich gemacht. Was hast du dazu zu sagen? Wenn das nicht so schwerfällig wäre, das immer reinzudrücken, ne? Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Komm mit! Jetzt! Tut mir leid, Mama. Es tut mir so leid. Komm mit! Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör! Also ganz ehrlich, ich raste hier gleich aus mit dieser Mutter, wenn da wirklich irgendwas von wahr ist mit solchen Erinnerungen. Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun. Versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still! Die ist aber gezwungen zu sitzen. Gleich einen guten Grund zu bellen. Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Lass meinen Hund in Ruhe. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Nein, Mama, bitte. Du bist verrückt. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Oh, nicht ernsthaft. Hilfe, Papa! Hilfe! Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da, wie immer. Ist das? Nein. Ist. Ich werde ihn nicht essen. Ich sagte, ist. Der Teufel. Ich fing an, mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort. Ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio, der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Na, endlich! Endlich können wir wieder mit ihm telefonieren. Aber wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann das Gespräch, was wir so lange ersehnt haben, in der nächsten Folge. Ciao! Vier.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.